Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ich bin Wolf Fuß, der Kollege Frank Buschmann ist natürlich auch dabei. Es ist also das gewohnte Team. Schön, dass wir auch dieses Spiel heute wieder übertragen dürfen. Malmö FF gegen Benfica. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Spielt den Ball. Gefährlich jetzt. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Die Gelegenheit. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Es gibt den Elfmeter. Das war ein klares Handspiel. Chance hier 1:0 in Führung zu gehen. Er hat ihn! Kein Tor! Riesig gemacht vom Keeper. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Die Ecke kommt. Da ist der Ball erstmal raus. Jetzt ist es gefährlich. Stark gearbeitet. Valentino Lazaro. Der Ballverlust. Peña. Christiansen. Kiesewetter. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Und jetzt wird es Einwurf geben. Nielsen. Christiansen. Kiesewetter. Sieht gefährlich aus. Da ist die Hereingabe. Noch ist die Chance da. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Gilberto. Weigel. Und Otamendi. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Julian Weigel. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Lewicki. Christiansen. Peña. Das machen sie sehr geduldig im Aufbau. Und es wird nichts draus. Sie verlieren den Ball. Joao Mario. Darwin ist das. Darwin. Weigel. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Das ist jetzt eine Chance. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen.
Jetzt die Ecke. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ja, da ist Platz jetzt. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. In Sachen Ballbesitzstatistik hat Benfica Lissabon hier bislang klare Vorteile. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Gute Balleroberung hier. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus, da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Lewicki. Christiansen. Kiesetiller. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Gilberto. Rafa. Darwin ist das. Valentino Lazaro. Den Zweikampf führt er sehr gut. Christiansen. Ball läuft gut. Tolles Zuspiel. Gut den Ball verteidigt. Und die Balleroberung, wichtig. Da wäre Platz für den Konter. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Toivonen. Nielsen. Christiansen. Kiesetiller. Pass mit Risiko, aber abgefangen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Darwin. João Mario. Und abgefangen vom Verteidiger diese Hereingabe. Vorne jetzt die Balleroberung. Ganz stark. Kiesetiller. Lewicki. Christiansen. Das ist die Chance. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Darwin. Das ist Rafa. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und jetzt die Chance. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke kommt rein. Was für eine Parade! Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Da kommt die Ecke. Und jetzt ist der Ball geklärt. Nun Jan Vertonghen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Was machen sie draus?
Zweikampf um den Ball. Gute Aktion. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt ist der Platz da. Gehalten, ganz stark. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Toivonen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Es gibt 1 Minute Nachspielzeit. Sie ziehen heute tolles Passspiel auf. Auch dieser Ball kommt an. Sieht gut und technisch sauber. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gäste haben also gewonnen. Sie holen sich den ungefährdeten Sieg und das zumindest aus meiner Sicht auch absolut verdient. Sie waren hier die stärkere Mannschaft. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen.